Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XII The Zodiac Age. Mit mir DF, ja, guck mal, wie stark der Zombie-Ritter ist. Eine Gushimera. Sehe ich nicht. Wir warten mal, bis er kommt. Ich werde eine Analyse einsetzen. Ist das normal, dass hier keine Musik ist? Weil das klingt ganz schön leise alles hier. Okay, 36, also ziemlich das ähnliches Level wie all die anderen draußen auf der Cheetah-Hochebene. Sind das zwei verschiedene Wege? Nein. Ich meine, die führen zum selben, so meine ich das. Huch, da ist so ein Vieh. Das ist eine Gushimera. Bitte versteinere mich nicht. Ich meine, ich habe da Sachen gegen und so. Aber trotzdem. Sonic Rotor. Okay. Genau, deswegen bin ich hier lang gegangen, weil hier war so eine Einkerbung auf der Karte. Und da dachte ich mir, da muss doch ein Schatz sein. Was sind das für Dinge? Einfach Kristalle. Oh, der kam aber ziemlich schnell zu mir. Was ist denn deine Schwäche? Licht, ja, habe ich damit schon gerechnet eigentlich. Ich meine, ich könnte wie drauf die zaubern, aber das ist dann auch nicht so mega stark. Hier sieht es komisch aus mit dem Kristallpellern da an der Wand geklebt. Sieht nicht wirklich normal aus. Wirkt sehr unnatürlich. Meine High Potion. Wir nehmen halt jeden Gegner mit. Aber wenn wir noch ein bisschen leveln wollen, was für Level sind wir? 31. Ich fühle mich halt immer noch, hörst du mal auf? Ich fühle mich immer noch ein bisschen hinterherhinkend in dem Spiel, was das Level angeht, weil die sind hier alle Level 36 und ich bin Level 31. Was ich nicht so cool finde. Dann setzt du mal kurz Vitra ein. Kann ich denen irgendwie sagen, dass die mir nicht hinterherlaufen sollen oder ich gehe einfach von hier rein? Ein Äther. Gehen wir hier wieder raus. Hier sind keine Items. Wieso ist hier alles so groß, wenn hier nichts ist? Okay, was bist du für ein Ding? Ein Kobold. Na, hörst du mal auf. Was ist deine Schwäche? Eis. Aber ich glaube, wir hauen dich auch so zu Klump. So ist das ja nicht. Oder auch nicht, weil du fliegst. Wahrscheinlich. Oder das war nur so ein Nicht-Treffer von Wahn. Fertigkeiten, weiß man wie, Vitra auf Wahn. Ich müsste eigentlich nochmal auf Lizenzbrett gehen. Aber das will ich jetzt nicht zum Anfang der Aufnahme machen. Wir gehen hier lang, weil das scheint wie eine Sackgasse zu sein. Oder eine Sackgasse. Okay, du bist friedlich. Ich hau dich nicht so klump. Und wir landen da, wo wir eben waren. Ja. Dann gehen wir nochmal wieder hier hin. Hier ist eine Abzweigung. Die habe ich fast übersehen. Diese friedliebenden Dinger, die lassen wir schön in Ruhe. Weil wieso sollte ich sie angreifen, wenn sie mir nichts tun. Ich meine leveln und so, aber eine Schmelke. Okay. Was auch immer eine Schmelke ist. Anscheinend so ein Ding. Angriff auf den Kobold. Und ich möchte nicht, dass du was anderes triffst, Wahn, aber ich setze trotzdem ein Eisra ein auf die Kobolde. Und laut Menü wird mir auch angezeigt, dass du nichts anderes triffst. Fertigkeiten. Schwarzmagie. Wo ist es? Eisra. Du triffst nichts anderes, ist gut. Geh auch nicht zu nah. Ah, ne, das ist ja nicht an deiner Entfernung. Oh Gott, ey. Danke, Belthea. Wieso stirbt Penelon dauernd? Ja, sie hat am wenigsten LP von allen, ne? Aber trotzdem.
Ja, ich heile auch immer schnell, bevor hier sie noch getarget wird und dann auch schon nochmal stirbt. Okay, gut. Hier scheint dann auch nichts zu sein. Hier war nur der Weg zurück, glaube ich. Ja. Da ist ein Kobold. Ich guck mal, ob Van ihn treffen kann. Ja, Van kann ihn treffen. Also es war nur daneben. Aus irgendwelchen anderen Gründen. Wieso sieht die Karte so komisch aus? Okay. Keine Ahnung. Ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet, was ich angesammelt habe, um ehrlich zu sein. Okay, hier ist eine Türe, die verschlossen ist. Dafür haben wir ja den Seelenschlüssel, oder wie hieß das Ding? Dann öffnen wir das Ganze mal. Das Portal ist verschlossen. Mit dem Seelenschlüssel aufschließen. Die Seelenschlüssel wurde benutzt. Und sind wir jetzt schon bei den Gegnern, die wir plätten sollen? Ja, wir sind erst in der Söhlen, in dem Söhlen, Sohen, Höhlenpalast. Ich kann nicht lesen. Sohen, nicht Söhen. Alter. Und der wurde aufgespießt. Das sind, die sie haben alle Hast. Bessie, hast du nicht deine Scheiß... Guck mal. Doch, du hast Analyse an, aber wir wissen nichts. Was, so Sache ist mit denen. Na, nicht weglaufen. Ich weiß auch nicht, was deren Schwäche ist. Wieso laufen die alle zueinander? Ich könnte mal das hier ausprobieren, wenn die schon alle auf dem Haufen sind. Ich glaube, das wurde alles verfehlt. Dann schnell mal Weißmagie. Mitra. Auf. Oh, Bestie sieht nicht gut aus. Weißmagie. Medica. Auf. Belzea. Schon mal schnell das Item, was hier rumlungert. Ich habe immer Angst, dass der Bosskampf zu Ende ist und ich dann nicht looten kann. Königin Zwiebel. Mal drauf. Hau mal auf Captain Tomate. Haben wir Bio? Ja. Das ist nämlich neutral. Ich glaube, die haben alle eine andere Schwäche. Stumm ist natürlich doof. Items. Eschukraut. Und da weiß man die Engel auf Penelo. Heilen die sich da hinten, die unnetten Leute. Die unnetten Leute, mir ist echt nichts Besseres eingefallen. Okay, Penelo. Erstmal heilen. Königsraune oder Königsraune. Ah, oh, das ist eine Heilungsfalle gewesen. Die ich auch nicht mehr gesehen habe, weil. Schade, ey. Die hätte ich mir gerne aufbewahrt. Weil die Analyse weg war. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die mir aufbewahrt. Warte, du siehst blau aus, deswegen würde ich einfach mal ein Feuerer probieren wollen. Die Königsalraune. Ich habe Angst, dass wir sie heilen. Okay, Feuerer klappt da schon mal. Vitra auf. Ja, auf Benedo. Ja, Bethia läuft halt schon vor und der wird, glaube ich, nicht getroffen, ne?
Ja, wenn die da schon als Gruppe kommen, dann könnte ich auch schon mal Bio einsetzen, ne? Ach, sie haben schon wieder Penelo besiegt. So eine Scheiße. Wird hier jetzt ein bisschen schwacher bewusst. Deswegen heilen wir ihn auch sofort, wenn wir können. Nitra auf Balthier. Ist ein bisschen ein wildes Durcheinander, ne? Aber ist jetzt nicht so der schwerste Kampf, um ehrlich zu sein. Außer die heilen sich andauernd, aber das tun sie anscheinend nicht. Wirst du noch geheilt? Nein. Doch, tolle Wurst. Items, High Potion auf Benelo. Items, Phoenixfeder auf Wahn. Fertigkeiten, Weißmagie, Vitra auf alle. Okay, dann Benelo, mach mal Medica. Erstmal, weil du hast Toxin, erstmal auf dich und Sturz hast du. Das finde ich nicht gut. Fertigkeiten, Schwarzmagie, Bio auf die Gegner. Okay, einen haben wir schon mal besiegt, so wie es aussieht. Fertigkeiten, Schwarzmagie. Oh, scheint ganz schön schwach zu sein, aber ich glaube, Bio nochmal auf alle. Aber ich glaube, Kinilo, ja, ist uns gerade heilen. Oh nein. Greift mich bitte einer an, damit ich heilen kann. Na toll. Okay. Fertigkeiten, Heißmagie, Vikra. Und dann du machst mal ein Medica. Mach mal auf Bethier, damit er wieder aufwacht. Ah ja, ich würde gerne wieder zu fahren wechseln. Oh scheiße, das ist ja nicht so gut. Fertigkeiten, Weißmagie, Engel auf Benelo. Fertigkeiten, Engel auf Bethier. Benelo, mach mal ein Vitra. Jetzt mal auf dich selber. Benelo, Weißmagie, Medica. Auf Wahn. Wir haben ja noch das Ersatzteam. So ist das ja nicht. Haut mal Königsrune kaputt, ja, damit die einfach mal weg ist. Fertigkeiten, erstmal die Engel auf die Reserve, erstmal auf Wahn. Dann machst du weiter mit der Heilung der Reserve auf Benelo. Richtiger Ski-Leben. MP zu TP. So, auf Barsch. Setz das mal ein. Erstmal wird hier geheilt. Setzt du das nochmal ein, Barsch? MP zu TP, meine Fresse, ich kann nicht reden. Fertigkeiten, Engel. Auf Bett hier. Fertigkeiten, Weißmagie, Vitra auf die Reserve. Ich
geh mal davon weg, aber ich werde sowieso getroffen. Das Körper ist okay. Bist du blind? Nee, du bist nur. Du hast nur Toxin. Was ich vielleicht heilen sollte. Mit einem Gegengift hier. Ash, hier, du machst dasselbe. Wir haben ganz schön viel Zeug dabei, ne? Gegengift auf Ash. Und du kannst nochmal heilen. Litra auf Barsch. Wenn die sich treffen, sollten wir da nicht hingehen. Wenn wir keine Magie haben. Die Königin-Zwiebel. Du sollst nochmal heilen. Items. Gift auf Barsch. Ja, geh ich nicht hin. Besser nicht. Ah, du bist am Schlafen. Ash, gegen Gift hier. Ash. Fran, du kannst auch mal schnell einen Vitra einsetzen auf Barsch. Ja, die heilen sich tatsächlich. Da in den Ecken. Habe ich denn außer Analyse und MP zu TP habe ich nichts an Fertigkeiten, deswegen kommen wir einfach so drauf. Natürlich. Wir heilen mal Vitra Barsch. Ich hätte wieder eingeschlafen, oder ehrlich. Ja, ich kann ja, ja. Was soll ich machen vorher? Greift ihr mal an, da hinten. Jetzt kommen sie in meine Ecke und tun mir weh, oder was? Auch fürs Kürbis, weil der ist sehr angeschlagen. Ach, er ist blind. Und ich brauch mal. Wo ist Ash? Bran, die sind am Schlafen. Gut. Mit gut meine Scheiße. Ja. Augentropfen auf Ash. Gegengift auf Ash. Und nochmal eine Eye Potion auf Barsch selber. Dann nehme ich, wenn das jetzt läuft, ja, nehme ich das Item hier. Wenn ich kann. Wenn das Spiel mich lässt. Ein Bandsplitter. Oh Gott. Will ich eigentlich gar nichts zu tun haben mit euch. Bist auch fürs Kürbis. Kannst du nochmal heilen auf Barsch. Dann wechsle ich zu Barsch. Nicht den vollen folgen, sondern schön die Angeschlagenen töten. Er ist halt blind. Items. Wo ist. Wo sind die Augentropfen? Ah, da. Volle Wurst. Fran, wäre nett, wenn du. Du kannst nicht heilen.
setzt Ether auf dich ein. Du heilst mal dich selber, so provisorisch. Das ist ein ziemlicher Kackkampf. So gegen Ende hin. Und gar nicht richtig dazu, die zu töten. Nein, was mache ich hier? Warte, du kannst noch mal... wir können ein Heilmittel brauchen. Lass mal Gegengift auf Arsch machen. Du kannst doch mal eine Heilpotion schnell auf Friend machen. Ich kann halt eher... Solange wir nichts machen können, kannst du hier mal Ash die ganzen Items verwenden und uns heilen. Die ganzen High Potions. Nicht die ganzen High Potions, aber High Potions. Nämlich wenn die jetzt wieder da aus ihrer Ecke kommen, das könnte gefährlich werden. Ja, ich bin wieder gesund. Das heißt gesund, aber ich bin wieder wach. Das Kürbis. Sie ist am Schlafen, tolle Wurst. Items. Erstmal ein Gegengift auf sich selber. Die hauen zu schnell ab und teilen sich, also gehen in die Ecken und dann versammeln die sich. Das ist nicht gut. Da komme ich einfach nicht drauf klar. Ich gehe da nicht so nah dran. Auch fürs Kürbis, weil der hat am wenigsten. Sturz ist jetzt nicht so geil. Ran, brauch dich mal. Wollte ich nochmal Fran. Ja, dann gibt es hier nochmal einen Ether. Ja, Schwimm ist mir egal. Hau weiter drauf. Sind alle am Schafen, ja. Einmal Ash. Ether auf Fran. Dann kannst du schnell mal, wenn das jetzt in die Ether dann wieder da ist, die MP meine ich, dann kannst du mal kurz einen Engel einsetzen auf Barsch. Worüber Barsch ist. Ah ja, Bote werden nicht dargestellt. Besiegte, was auch immer, ist auch Wurst. Weiß man die Mitra auf Barsch. Warte, dann noch schnell den Bookmarkführer wechseln. Wo ist denn hier Kürbis-Typ? War ich zu klump? Hast du blind oder wieso triffst du nicht? Ash, lass mal ein Gegengift auf dich ein.
Ja, wunderherrlich. Das war ein schöner Treffer. Okay, einen haben wir down. Items. Gegen Gift auf Barsch. Und nochmal ein Item gegen Gift auf Ash. High Potions auf erstmal Fran. High Potion auf Barsch. Potion auf Ash, was mache ich da für Quatsch? Geh mal auf die Königin Zwiebel. Das Pferd war gutes, aber wir werden es schon irgendwie machen. Jetzt müssen wir nur hinterherlaufen und Schaden machen. Pariert fand ich nicht so gut. Okay, jetzt nur noch das Vieh. Kann es sich alleine heilen, ist die Frage. Braucht es die anderen nicht? Und ich mach mal folgendes. Wo ist das denn? Kronos Trainer will ich gerne. Hier. Und. Nur er hat gemacht. Ja. Damit er mal ein bisschen besser draufhauen kann. Lass mal die. Mach mal Älter auf dich, Fran. Dann ein Gegengift auf Ash. Gegengift auf. Warte, hier. Auf Barsch. Kommt, haut drauf! Hau bitte auf Barsch drauf, du komisches Kackvieh. Weiß nicht, wie war. Auf Fran vor allem. Nochmal ein Vitra auf Fran. Gegengift auf dich selber, Ash. Und dann Gegengift, mache ich hier Sachen auf Barsch. Du kannst draufhauen, Ash, ne? Nur so mal gesagt. Kannst du, ja, gehst du in den Mandra Prinz. Jag den! Mach die platt! Ist das scheiße? Ich hasse Schlaf. Ja, zwei von denen haben Toxin. Weil sie sind langsam am Sterben. Oh Mann. Der Kampf dauert mir viel zu lange für das, was er eigentlich ist.
ein anderer Prinz. Los hinterher. Fran, du kannst mal ein Gegengift auf Barsch machen. Und Ash, du kannst ein Gegengift auf dich selber machen. Zum Glück habe ich so viele Gegengifte. Und dann Fertigkeiten, Weißmagie, kannst du nicht einsetzen. Lass nochmal ein Ether auf dich ein. Fran. Wo läufst du hin? Hau drauf! Fran, wäre nett, wenn du da auch mal hingehen würdest. Meine Fresse! Was war das für ein Quatsch? Oh, sie sind Geister? Haben wir sie befreit von einem Fluch oder so ein Quatsch? Oder was sollte das Ganze jetzt? Meine Fresse, war das ein Krampf. Sieg über die botanischen 5. Das ist eine fantastische 4. Wie heißt das Wort? Referenz. Ich wollte Lizenz sagen, aber das macht ja alles keinen Sinn. Dann wechsle ich mal wieder zu der einen Gruppe, weil die sind ein bisschen besser drauf. Ich will Bahn haben. Setz mal Lux ein.